Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir haben gerade einen kleinen Jagderfolg gehabt, nämlich zwei Kaninchen. Ich umgehend zerlegen. Kann ich glaube ich auch mit der Hand machen. Ja. Das geht jetzt mit dem Messer ein bisschen schneller. Stunde 57, 50 Minuten. Denn ich muss ja noch kochen. So, Holzofen. Ich nehme diesmal einen Brandbeschleuniger. Dann weiß ich, es geht schnell und zuverlässig an. Und los geht's. Ja, dieser Fund mit dem Bogen, das ist erstmal eine ganz nette Sache, aber den werden wir nicht lange nutzen können. Der war schon auf 30% runter. Und auch dieser eine Pfeil, den wir gefunden haben, der wird uns nicht weit bringen. Nachlegen. Das bedeutet, wir sollten so schnell wie möglich, also schnell wie es eben geht, ah ja, Tasse Kaffee, sollten wir den uns einen eigenen Bogen craften. Nur das Problem damit, ist eben, dass wir dazu erstmal einen Ahorn-Schößling finden müssen. Ich denke, ich muss noch eins reinwerfen. So, ihr seht hier diese Pluszeichen. Kommt von dem Kaffee, den wir zubereitet haben. Und der gibt uns ein bisschen mehr Ausdauer und die Temperatur steigt. Sehr gut. Dann lege ich mal noch ab, was abzulegen ist. Rehhaut, Darm, Kaninchen. Ach ja, und den. Gut. Ich tu nochmal den Zustand gucken. Ich bin bei 100%. Ja, dann. Mal sehen, wie lange wir schlafen können. Ausgeruht. Und das Frühstück. Fein. Dann schauen wir mal, ob es hier Fortschritte gibt. Ich habe doch hier was gerade. Ja, genau. Getrockneter Darm. Und das bedeutet, ich kann eine Schlinge bauen. Dazu brauche ich noch Altholz. Dann nehme ich das Ding hier mal auseinander. Und sage Schlinge herstellen. Und warum nicht gleich zwei? Die werde ich gleich mal rausbringen. Ja, das ist günstig, dass die Karnickel hier direkt vor unserem Haus rumhoppeln. Also meist sind die ja hier irgendwo. Deshalb stelle ich gleich hier zwei Fallen auf. Noch eine.
Dann, welche Arbeiten sind zu tun? Ich will mal auf den Kalender schauen. Wo sind wir denn eigentlich? Ja, das ist unser 10. Tag. Hurra! Haben wir 10 Tage überlebt? Dann gebe ich mal als Zielsetzung raus, ich möchte 20 Tage überleben. Das heißt, verdoppeln. Also, ja, hier können wir noch was ablegen. Und zwar, das kann noch hier rein. Da gibt es noch nicht viel Neues. Dann sollten wir den Tag nutzen, um Forschung zu betreiben. Ausgelesen. Sehr gut. Und Essen. Also an so einem Karnickel ist immer irgendwie nicht viel dran, finde ich. Aber ja, es gibt uns einen Darm, es gibt uns Pelze. Und wie gesagt, diese Pelze können wir für das Anfertigen von Fäustlingen nutzen. So, ich werde mal etwas Wasser von unserem reichlichen Vorrat drüber nehmen. Dann Fleisch. Und ihr seht, so langsam müssen wir uns tatsächlich schon wieder um Nahrung kümmern. Also man darf hier nicht auf der faulen Haut liegen. Im Gewehr haben wir 4 Patronen. Nee, ist ja deutlich mehr. Okay, wir haben jetzt alles drin. Dann schauen wir mal, ob wir etwas jagen können. Es ist früher Abend, später Nachmittag, je nachdem, wie man es ja, das wäre natürlich toll, direkt hier vor der Tür. Das Problem ist, ihr habt es gesehen, da hinten trottet der Bär schon wieder an. Und ein Hirschschießen direkt vor der Nase eines Bären, macht das Sinn? Ah, der hält aber auch genau auf uns zu. Okay. Das ist mir zu heikel. Denn selbst wenn ich den Hirsch jetzt erlegen sollte auf der Stelle, habe ich das Problem, dass ich den ja zerlegen muss. Und dafür brauche ich mindestens eine Stunde. Und die dann in der Nähe des Bären zu verbringen, scheint mir keine ganz gute Idee. Wie ist unsere medizinische Ausrüstung? Ja, wir sind gut gerüstet. Alles klar. Ich lausche. Denn hier war ja vor kurzem auch ein Hirsch. Treibt er sich noch hier rum? Nicht zu hören und ist auch wieder so neblig. Tja, mit so eingeschränkten Sichtverhältnissen. Es jagt natürlich eine schwierige Geschichte.
Dann probier es nochmal bei dem Weiher. Ich weiß, dass sich da auch hin und wieder Wild einfindet. Da gibt's Kaninchen. Namenloser Teich. Ich bin hier noch nie eingebrochen, aber Eisflächen sind grundsätzlich gefährliche Geschichten. Was sind denn eigentlich so die Temperaturen? Minus 10 und 0. Ja, eine Geschichte, die ich bislang noch gar nicht betrieben habe, ist das Kartografieren. Das werden wir auch bald anfangen. Dazu kann man Holzkohle nutzen. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade... nee, habe ich noch nicht genommen. Jetzt sind wir wieder erwischt. Eisen. Tja, in der Hütte waren wir noch nicht drin, meine ich. Gucken wir mal schnell. Auch hier, jemand, der es nicht geschafft hat. Ja gut, hier gibt es Stoff. Das war ja auch... Oh, okay. Auch eine der Geschichten, die für uns bedeutsam sind. Eine Weste. Mhm. Bücher. Ja, deshalb werde ich den Rest wohl hier lassen. Ich sehe gerade nichts Aufregendes. Wenn man den Stuhl zerlegt, kann man natürlich auch noch... Ach, hier gibt es noch Stoffreste. Also so einen Sessel zu zerlegen, bringt auch noch mal Stoffreste. Finde ich auch gut. Nur fehlt mir dafür jetzt so ein bisschen die Zeit. Lieber weiter. Also heute und morgen kommen wir noch gut durch mit den Lebensmitteln. Aber
Spätestens morgen braucht man dann einen Jagderfolg. Und all das ist eben geborgte Zeit, so kann man sich es vielleicht vorstellen, denn da kommen Krähen auf uns zu. Denn die Patronen gehen ihm zur Neige. Natürlich werden wir auch immer mal irgendwo was finden. Ist nicht so, dass es keine Patronen mehr hier gibt. Aber da ist ein Wolf. Also Alarm. Und da kreisen drei Krähen. Dann gehen wir mal dahin. Ja, da liegt ein toter Hirsch. Wir müssen mal das Gewehr rausholen und schauen, was der macht. Der bewegt sich von uns weg. Naja, 0,8, das ist nicht viel. Wahrscheinlich gleich an ihn verfüttern. Oder ihn damit anlocken. Es gibt noch einen zweiten. Egal. Ran an den Speck. Und zerlegen. Okay, mitten in der Nacht. Genau, das ist das, was ich befürchtet habe. Gut, dann stelle ich mir gerade vor, dass ein Feuer eine tolle Sache wäre. Wie sieht's mit der Temperatur aus? Noch okay. Was ich gerade so ein bisschen kritisch finde. Wann kommt er? Ablegen. Oh, die Augen leuchten ja recht imposant. So, ich füttere euren Kameraden an euch. Und wohin jetzt? Na, ich könnte erstmal vielleicht eher so in der Nähe einer Felswand kampieren. So die Idee von wegen
sich den Rücken frei halten. Ist denn hier so ein bisschen Windschutz zumindest? Ne, keinerlei Windschutz. Doch hier. Okay, dann let's go. Tja, und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Spaß gehabt beim Schauen des Videos. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Schaut auch gern bei Dialorite vorbei, also in seinem neuen Forum. Den Link findet ihr unter dem Video. Könnt euch auch gern im Forum betätigen. Seid herzlich willkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.